Also die Tabelle lügt ja erstmal nie, das ist ja völlig klar. Aber wir bewerten die Tabellensituation jetzt nicht über, denn sind ja 6 Spiele gespielt und es ist lediglich so, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir ja das, was wir uns vorgenommen haben, auch schon in vielen Spielen umgesetzt haben, dass wir jetzt, glaube ich, 6 von 8 Spielen, Pflichtspielen gewonnen haben und ja, das ist ein guter Weg und den möchten wir weitergehen. Die Spielidee ist auch verinnerlicht, schon zu weiten Teilen. Das sieht man auch, wie viele Torchancen wir uns in den Spielen herausarbeiten. Und dennoch wissen wir auch, dass wir noch nicht hundertprozentig stabil sind, dass wir noch viele Sachen haben, die zu verbessern gehen. Und deswegen spreche ich auch immer davon, dass wir auch dafür Zeit benötigen. Ja, ich finde, dass wir als Team hervorragend agieren. Da möchte ich eigentlich wenig Unterschiede machen. Jeder bringt sich total für die Mannschaft ein, egal ob er von Beginn an spielt oder auf der Bank sitzt oder sogar nicht im Kader ist. Natürlich gibt es in solchen Phasen dann auch immer Spieler, die besondere Leistungen bringen, insbesondere Ralf Fährmann, der natürlich in einer bestechenden Form ist, aber das auch über lange Zeit schon und nicht nur aktuell. Und ja, der ein oder andere in einzelnen Spielen auch auf sich aufmerksam macht. Das gehört zum Fußball dazu, das ist auch gut so und so soll es bleiben. Ja, der HSV scheint den Turnaround geschafft zu haben nach den letzten beiden Spielzeiten, die natürlich nicht so optimal für die Hamburger liefen, wo die Unzufriedenheit sehr groß war. Da sind sie jetzt auf einem guten Weg. Die Fans stehen wieder hinter der Mannschaft. Sie spielen attraktiven Fußball und zudem noch erfolgreich. Und deswegen wird das am Samstagabend eine schwierige Aufgabe in Hamburg.